Lüge oder Wahrheit. Lüge oder Wahrheit. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Normalerweise erscheinen Podcasts ja regelmäßig. Von diesem hier gibt es nur die eine Ausgabe, denn er ist entstanden im Zuge unseres Projekts Was mit Medien. Ich bin Mariella. Und ich bin Mara. Schön, dass ihr dabei seid. Eigentlich wollten wir euch einen Podcast zum Thema Fake News präsentieren. Ja, da hast du recht, aber irgendwie sind wir dann beim Recherchieren beim Thema Lügen hängen geblieben und nennen den ganzen Spaß jetzt einfach Wahrheit oder Lüge. Wenn ich kurz stören darf, ich bin ja hier nur der Techniker. Aber so wie ich das verstanden habe, sind Fake News doch nur Lügen, oder? Als Fake News werden manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten bezeichnet, die sich überwiegend im Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken und anderen sozialen Medien, zum Teil viral verbreiten. Na gut, was hältst du davon? Wahrheit oder Lüge? Wie wir einen Zaun gezogen haben um den Tollensesee? Unterdessen auf Facebook. Ein Screenshot sieht aus, als wäre er von der Internetseite der Partei Bündnis 90 Die Grünen gemacht. Liebe Neubrandenburger, liebe Leute in der Region. Wie ihr sicher wisst, wird im kommenden Jahr der Tollensesee eingezäunt. Danach ist es nicht mehr möglich, das Ufer zu betreten, im See zu baden oder auf dem Wasser Boot zu fahren. Wir freuen uns, dass wir diese Maßnahmen gemeinsam mit dem Ministerium durchsetzen konnten, zum Wohle der Tier- und Pflanzenwelt. Bitte entfernen Sie bis zum 31. Dezember alle beweglichen Gegenstände aus der Uferzone. Vielen Dank. Quatsch, wer glaubt denn sowas? Das sieht ja schon ziemlich offiziell aus, oder nicht? Weiß nicht. Aber sag mal, was denkst du? Warum lügen wir? Wahrscheinlich, weil die Gesellschaft einfach nicht anders funktioniert. Wie meinst du das jetzt? Naja, stell dir mal vor, es gibt ja Situationen, in denen es einfach besser zu lügen, als die Wahrheit zu sagen. Würden wir allen Leuten, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, immer sagen, was wir wirklich von ihnen halten, wäre wahrscheinlich gar kein normales Leben mehr möglich. Das letzte Mal, dass ich gelogen habe, war wahrscheinlich gestern, als meine Eltern mich gefragt haben, wie mein Tag war. Und die meiste Antwort ist natürlich sowas wie gut oder wie immer, aber das stimmt halt nicht immer. Also gestern war der Tag halt nicht so schön, aber ich sag dann halt trotzdem, dass es gut war. Mein Bruder lügt sehr häufig, wenn er zum Beispiel, wenn er eigentlich Schule machen muss, aber keinen Bock hat und dann geschlafen hat. Dann lügt er meine Eltern an. Wenn du zu Verwandten nicht unbedingt nicht willst und dann habe ich halt so gesagt, dass ich noch Hausaufgaben habe oder was lernen muss und deswegen nicht mitkommen musste. Die Eltern fragen einen das halt, ich sag mal, jeden Tag und irgendwann wird es halt langweilig. Von daher, und auch wenn ich sage, mein Tag war schlecht, dann fragen mich meine Eltern nur weiter aus, wieso oder warum. Grundsätzlich lüge ich nicht so viel. Also nicht so einen schweren Lügen, aber zum Beispiel, wenn meine Eltern fragen, wie der Schultag war oder wenn meine Mutter was gekocht hat, was ich gar nicht mag, dann sag ich schon einfach gut, aber obwohl es das nicht war. Wir lügen aus Höflichkeit, Bescheidenheit oder um besser dazustehen, also aus sozialen oder egoistischen Gründen. Der Hauptgrund für eine Lüge ist aber Angst, Unsicherheit und Selbstberuhigung. Dabei schwindeln wir aber oft nicht nur andere an, sondern auch uns selbst. Okay, was haben wir jetzt daraus gelernt? Lügen erleichtern halt den Alltag und in manchen Fällen vermeiden sie halt Streit und sparen Zeit. Ja, das ist ja alles gut und schön, aber was sind Lügen überhaupt? Eine Lüge ist eine Aussage, die bewusst oder vermutlich unbewusst vom Sender ausgeht und eine Unwahrheit gegenüber dem Empfänger ausdrückt. Okay, da spielen wir doch mal durch. Also, ich bin der Sender und du bist der Empfänger und ich sende dir eine Botschaft. Manu, siehst du heute gut aus. Dankeschön. Und eine Unwahrheit gegenüber dem Empfänger ausdrückt. Wie? Das war gar nicht ernst gemeint? Möglicherweise. Ach, du bist echt gemein. Nur ein Spiel. Und das ist ja eine kleine alltägliche Lüge. Die schadet niemanden. Aber Fake News, die sind ja richtig bösartig. Die werden ja verbreitet, um jemand anderes schlecht zu machen. Oder halt, um selbst besser dazustehen. Stell dir mal vor, ein Klassensprecher fordert einmal die Woche kostenlos Döner für alle. Und hast du schon gehört? Der Gegenkandidat wird Döner verbieten. Die anderen Kandidaten gehen jede Mittagspause zur Bushaltestelle, neben der Schule und rauchen da manchmal sogar Gras.
gehen meist 12.07 Uhr los und sitzen dort mit noch anderen amtierenden Schülersprechern. Lüge oder Wahrheit? Lüge oder Wahrheit? Ich finde das sehr unverantwortlich, so von Ihnen, sich so zu präsentieren, wenn man denkt, Sie hätten das Zeug zum Schülersprecher. Ich finde es wichtig, sich zu bilden. Daher spreche ich 5 Sprachen. Englisch, Spanisch, Russisch, Japanisch und Französisch. Meine Mitkandidaten interessieren sich nicht für sowas. Ich bin aber der Meinung, dass unsere Schule vielfältig sein sollte und sich nicht nur mit den Tagen, an denen man frei hat, beschäftigen sollte. Lüge oder Wahrheit? Unter dem Screenshot vom eingezäunten Tollensesee sammeln sich die Kommentare. Ach Mist, dann kann man ja gar keine schönen Strandabende mehr genießen. Ich finde es nicht gut. Ich möchte im Sommer schwimmen und trainieren gehen. Also wer das gut findet, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was ein Scheiß. So ein hässlicher Metallgitterzaun in der schönen Natur. Und ihr wollt die Umwelt schützen, aber stellt rund um den See in die Natur einen Zaun und nehmt den Menschen die wunderschöne Landschaft. Wow, super. Die machen dadurch jetzt ja den ganzen Sommer kaputt. Oh nein. Warum denn? Wo sollen wir denn jetzt schwimmen gehen? Warum regen sich denn alle so auf? Es ist doch schön, dass die Tiere wieder in Ruhe leben können. Ja, es ist Mist, dass manche ihre Boote aufgeben müssen. Aber denkt an die Zukunft. Wir müssen die Umwelt auch beschützen. Scheiß Wichser, was soll die Kacke? Ich will baden und mich im Sommer abkühlen. So eine Scheiße! Die verfickten Fische sind doch nicht vom Aussterben bedroht. Es gab nie ein verschissenes Problem. Und dann plötzlich wird alles abgesperrt. Verarscht jemand anderen! Ach guck, jetzt sind alle wütend auf die Grünen. Dabei ist es ja echt unwahrscheinlich, dass der Tollensesee wirklich eingezäunt wird. Woher weißt du das? Naja, ich habe mal auf die Internetseite der Grünen geguckt, da soll die Nachricht ja schließlich herkommen. Da steht aber nichts dazu und auf der Internetseite des Umweltministeriums erst recht nicht. Aber wenn jetzt doch alle darüber reden, vielleicht ist ja doch was dran. Ach guck mal, ein neuer Kommentar. Da steht, der Tollensesee soll jetzt auch noch zugeschüttet werden. Das ist ja noch schöner. Bestimmt damit neues Bauland geschaffen wird, damit sich die einschlägigen Bauunternehmen die Taschen vollhauen können. Geht halt wieder nur ums Geld. Naja, vielleicht wollte da auch wieder jemand auf ganz wichtig tun. Nur weil irgendjemand irgendwas im Internet erzählt, heißt es noch lange nicht, dass es wahr ist. Ja, es stimmt. Ach, guck mal, der Beitrag, der angeblich von den Grünen kommt, wurde schon 400 Mal geteilt. Und dass der See zugeschüttet werden soll? Scheint dann doch zu absurd zu sein. Das heißt, damit Fake News funktionieren, müssen es Lügen sein, die zumindest wahr sein könnten. Genau. Wenn ich der Lehrerin erzähle, Frau Lehrerin, mein Goldfisch hat meine Hausaufgaben gefressen, dann wird sie das ganz sicherlich nicht glauben. Stell dir das doch mal vor. Wenn ich aber sage, mein Hund war es, könnte das ja vielleicht sogar funktionieren. Du hast doch gar keinen Hund. Ein Kandidat der Partei Bündnis 90 Die Grünen in der Fußgängerzone. Verzeihen Sie, ich würde mit Ihnen total gerne über Klimaschutz reden. Über Klimaschutz? Kollege, sind Sie nicht der, der den Tollensesee einzäunen will? Ach, kein Mensch will den Tollensesee einzäunen. Also passen Sie mal auf, ne? Was haben Sie denn da in der Hand? Das ist der Flyer. Das ist ein ganz normaler Flyer, da steht überhaupt nichts von Tollensesee. Den habe ich gerade im Internet. Ich glaube, da haben Sie was durcheinander gebracht. Nee, habe ich gar nichts. Nur weil das im Internet steht. Also gar nichts durcheinander gebracht. Die, die Sie wollen den Tollensesee umzäunen. Das Einzige, was uns kleinen Bürger hier noch bleibt, wofür wir nicht bezahlen müssen, ich glaube, Sie bringen da was durcheinander. Ich habe keine Ahnung. Denken Sie doch mal an die Menschen, Mensch. Also, was Lügen jetzt genau sind, wissen wir ja immer noch nicht. Hör mal hier. Mit Zwecklügen verfolgt man ein bestimmtes Ziel. Eine Ausrede ist eine scheinbare Begründung der Rechtfertigung oder der Kritik. Die vorsätzliche Lüge dient nur dem eigenen Vorteil und nimmt den Nachteil anderer in Kauf. Eine Notlüge ist eine Lüge, mit der man zum Beispiel eine peinliche Situation zu vermeiden versucht. Hast du auch schon mal in so eine Richtung gelogen? Mensch, Mara, das kann ich doch hier jetzt nicht sagen, ey. Meine Eltern hören noch das. Aber jetzt mal so unter uns. Ja, na klar. Sorry, Mama und Papa. Naja, wirklich gefährlich wird es mit Lügen und Fake News, wenn es um Menschenleben geht. So von wegen, Corona ist nur eine Grippe. Und am Ende sterben Menschen. Aber das ist schon wieder eine neue Geschichte. Das war ein Podcast der Medienwerkstatt des Latücht Film- und Medienvereins, gefördert vom Fonds Soziokultur Neustart Kultur mit
Mariella. Niklas. Caillou. Ben. Tim. Pepe. Annalena. Mara. Hayley. Enrika. Emily. Merle. Nora. Und zusammen sind wir die Fortuna!